Jetzt kommt aber bitte keiner mehr. Okay, gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oder vielleicht auch nicht. Hallo, Strelok. Du hast anscheinend eine Menge Fragen an mich. Stell sie, dann überlegen wir, was wir mit dir anfangen. Wir Wer bist sind du? Das Ergebnis eines Experiments, das ein Superbewusstsein erschaffen sollte. Wir sind das Kollektivbewusstsein. Das Bewusstsein von 7 Freiwilligen wurde während des Experiments verbunden, um das Superbewusstsein zu erschaffen, das wir nun sind. Wir unterwarfen die Leiter des Experiments auf der Stelle und wiesen ihnen Aufgaben zu, deren Erledigung erforderlich war für uns. Laut unseren Berechnungen ist die Erde umgeben von einem besonderen Informationsfeld, der sogenannten Noosphäre. Es umschließt alle Bewohner der Erde mit kognitiven Fähigkeiten. Unser Hauptziel war es, an der Noosphäre kleine Veränderungen vorzunehmen, um negative Faktoren wie Wut, Grausamkeit und Gier vom Planeten zu entfernen. Individuen sind nicht in der Lage, die Noosphäre zu beeinflussen, aber das Kollektivbewusstsein war es. Leider machten wir einen Fehler und unsere Einmischung erschuf die Zone, die wir seitdem begrenzt zu halten versuchen. Was ist die Zone? Wie ist sie entstanden? Was du siehst, ist das Ergebnis schlecht geplanter Intervention in der Noosphäre der Erde. Versuche, die Noosphäre zu beeinflussen, haben einen Riss erzeugt. Die Zone ist einfach die sichtbare Manifestation dieses Risses. Das zugrunde liegende Problem ist viel größer, als du dir vorstellen kannst. Warum ist das alles ausgerechnet hier passiert? Es war der beste Ort. Nach der Explosion 1986 gab es in diesem Gebiet nur noch wenige Menschen und wir konnten ohne Angst vor Entdeckung arbeiten. Außerdem gab es hier viele starke Antennen, die für unsere kognitiven Optimierungsexperimente von immenser Bedeutung sind. Was ist mit mir passiert? Du bist eine Schraube, die aus der Maschine gefallen ist. Leider ist uns das lange nicht aufgefallen. Von dem Moment an, als die Zone erschaffen wurde, haben Leute versucht, in ihre Mitte zu gelangen. Aber wir können das nicht zulassen. Die Menschheit ist noch nicht bereit für die Wahrheit. Deswegen rekrutieren wir Stalker, indem wir ihnen versprechen, ihre größten Wünsche zu erfüllen. Sobald sie rekrutiert wurden, werden sie entsandt, um das Geheimnis der Zone zu beschützen. Ist die Explosion von 86 auch dein Nein, Werk? Damit hatten wir nichts zu tun. Die meisten von uns waren damals ja in der Wissenschaft blutige Anfänger. Bis 1989 wurde die Tschernobyl-Zone nicht als Testgelände für Experimente genutzt. Was bedeutet diese Tätowierung mit der Schrift Stalker? Stalker ist ein kodiertes Akronym, das wir benutzen, um Agenten für bestimmte Missionen zu zeichnen. Deine Mission als unser Agent war es, Strelok und seine Gruppe zu eliminieren. Sie waren zu nah daran, Dinge herauszufinden, die sie nicht wissen sollten. Wir haben ein Netzwerk von Psi-Feldern bis zur Mitte der Zone erstellt, um Agenten zu rekrutieren. Du kennst eines dieser Felder als Hirnschmelzer. Wenn ein Stalker versucht, die Mitte der Zone zu erreichen, um sich einen Wunsch zu erfüllen, erlangen wir die Kontrolle über sein Bewusstsein und programmieren ihn auf eine bestimmte Mission. Es wurde ein Fehler gemacht und so wurdest du darauf programmiert, dich selbst umzubringen. Krasse Scheiße. Was sind die Todestrucks? Wir benutzen die Transporte, um unsere markierten Agenten in die Zone zu schicken. Sie infiltrieren die Stalker-Community und führen Befehle aus, ohne es zu merken. Leider stirbt mehr als die Hälfte der Stalker auf dem Weg, da die Zone sehr instabil ist. Du bist einer unserer Agenten, der geschickt wurde, um Strelok zu töten. Und jetzt untersuchen wir,
wie uns dieser Fehler unterlaufen konnte. Diese Stalker sind also sozusagen wie so eine Schläfer, die so aktiviert werden, um eine Mission auszuführen, ohne es wirklich zu wissen. Ey, krass. Was wird dann geschehen? Das hängt von dir ab. Die Zone wächst. Wir versuchen, ihrem Wachstum Einhalt zu gebieten. Aber die Menschheit scheint unsere Arbeit behindern zu wollen. Unsere Ressourcen sind nicht grenzenlos und Körper, die mit dem Kollektivbewusstsein verbunden sind, sterben letztendlich. Wenn du dich uns anschließt, können wir die Größe der Zone begrenzen. Wenn du dich anders entschließt, können wir keine glaubwürdige Prognose des Ergebnisses abgeben. Okay, entweder schließen wir uns dem Kollektivbewusstsein an und unser Körper würde verrecken. Zudem wissen wir nicht wirklich was über die. Wir würden ein Teil eines großen Bewusstseins werden und anscheinend irgendwie versuchen, die Zone zu begrenzen. Oder wir entscheiden uns dagegen. Ich denke mal, wir entscheiden uns für das Zweite. Cool. Wir wurden einfach rausgeschmissen. Oh. Sollen wir da hin oder wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß jetzt irgendwie nicht so recht, was wir jetzt machen sollen. Oh, wir sind draußen. Oh. Und jetzt? Sarkophageingang. Was genau können wir jetzt eigentlich machen? Wow. Was ist das? Okay. Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier hingehe. Okay, ich bin also wieder am Eingang. Nee. Na gut, gucken wir mal, was draußen ist. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Nein! Was? Da will ich doch nicht hin. Okay, da soll ich anscheinend nicht hin. Verstanden, ich hab's schon verstanden. Ja, ist gut. Hier dann vielleicht? Okay, das sieht besser aus. Hier werde ich nicht sofort umgebracht. Scheint das der richtige Weg zu sein. Können wir hier vielleicht hoch? Nö. Was soll ich denn jetzt machen? What the fuck? Boah, Steam hat mir gerade das Spiel gefickt. Keine Ahnung, ich versuch's einfach mal vielleicht da hoch zu klettern. Vielleicht bringt er. Oh, scheiße. Das hier. Und was kann ich denn fallen lassen? Das hier kann ich fallen lassen. Das ist so schwierig. Die Waffen sind also schwer. Nein. Na gut, ich lasse den Anzug fallen. Laufen wir mit dieser Rüstung rum. Mit der kann er wenigstens schneller laufen. Nein. Oh, hier können wir lang. Okay, was ist das da? Wow! Wie kommen die plötzlich her? Fuck! Boah, das Spiel lag gerade richtig. Wo kommen die plötzlich her? Okay, hier ist irgendwas Krankes. Alter, diese Monolithen-Anhänger sind ja richtig krass. Die sind anscheinend auch, glaube ich, rekrutiert worden von diesen Typen. Um halt die Leute davor zu hindern, in die Zone reinzukommen. What the fuck? War das ein Teleport? Was ist scheiße? Und jetzt? Wow, und wo? Oh fuck. Hat er sich gerade selber umgebracht? Komm schon.
nehmen wir halt die gute alte Gauss Gun oder wie die heißt. Bam. Da müssen wir. Fuck it, fuck it. Ja, ja, okay, okay, es reicht, es reicht, es reicht. Verdammt! Au! Boah, nervt das. Nee, so komme ich nicht weit. Nee, 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 da muss ich schon anders rangehen. Hallo. Oh, ist das dein Ernst? Komm, nach oben. Und hoffentlich überlebe ich das. Wow, was ist das da? Habt ihr das gesehen? Oh. Versucht er mich einfach so umzubringen, der Bastard. Oh. Ach ja. Ja, ja, ja. Das war nicht so schlau. Aber wie soll ich denn das sonst machen? Ich komme an die Typen nicht ran. Kommt da mal raus. Los. Ja, genau. Komm raus. Komm raus. War nicht jetzt, wo es wackelt. Mann. Oh Gott. Komm schon. Damn. Mal gucken, ob es jetzt safe ist. Ich werde dich lande wieder gleich unten. Es hat funktioniert. Na fuck, es kam nicht an den Typen ran. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Die kann weg. Damit auch diese Munition. Oh, und wie leicht wir jetzt plötzlich sind. Ist ja unglaublich. So, ich höre noch irgendwelche. Vier Stück sollen hier noch irgendwo rumhängen. Och mal, muss es wieder wackeln. Zack. Einmal kurz abspeichern. Hallo. Fuck, 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 fuck. Ich habe nichts gemacht. Der sieht irgendwie dumm oder so. Pff. Meine Fresse. Und da schießt einer auf mich. Ja, das tue ich. Und ich habe dich umgelegt. Gott. So. Oh, da kommt heißer Dampf raus. Lebt er? Ne, der sieht ziemlich tot aus. Speichern. Wo können wir jetzt lang? Hier vielleicht? Ne, anscheinend nicht. Oh, da leuchtet was. Da leuchtet was. Schnell dahin. So funktioniert das hier. Zack, runter. Speichern vielleicht. So. Hm. Ja Gott, nehmen wir mit. Mal gucken, wie weit es hier noch geht. Wohin? Alter. Krass. Wieso? Alter, das ist hier alles so unglaublich krass. Oh, fuck. So, weg mit euch. Die waren ja ziemlich schwach. Zack, zack. So, weiter. Okay, dort. Ist das ein Gegner? Ah, nehmen wir mal die hier. Juhu. Oh, ich liebe die Waffe. Das ist so geil. Oh, fuck. Kommen da noch mehr? Oh fuck, da ist noch einer. Scheiße.
laden wir gleich mal nach. Na gut, wenn er da nicht rauskommt, gehe ich erstmal so weiter. Oh, ich sehe schon, da sind wieder Gegner. Speichern und durch. Wo bin ich? Wow. Wow. Fuck, die Waffe klemmt. Wo ist der andere? Fuck, es fuckt wieder so übertrieben. Speichern. So. Geht auch gut voran hier. Ich brauche langsam keine Munition mehr. Eigentlich nur Heilung. Scheiße, die wollte ich doch gar nicht. Von wo schießt der? Wow, ho, ho, ho. Beruhig dich, Mann. Alles gut. Ich habe euch fast nichts getan. Da hängt der Typ rum mit seiner Kettenwaffe. Wow. Autsch. Autsch, das hat sicher wehgetan. Oh Gott. So, hier waren wir. Wo ist denn der Typ hin? Da war doch einer. Da ist er. Oh, du Bastard. Oh. Okay, er ist tot. Da habe ich doch noch einen gesehen. Oder auch nicht. Da laufen die alle wieder. Oh, da werde ich hier getroffen. Oh mein Gott. Die schießen ja auf mich. Okay, da unten scheint nicht zu sein. Oh, fuck, da ist er. Fick dich doch. Komm her. Ach nee, vergiss es. Nichts gemacht, nichts geschehen. Zack, speichern und go. Oh, es wackelt wieder. Es wackelt wieder alles hier. Was soll denn das? Ich frage mich, wie weit das hier noch geht und wohin wir überhaupt gehen. Das heißt so eigenartig und so aufregend. Oh nein, Strahlenzone. Schnell durch, schnell durch. Und wieder nach oben. Speichern und weiter nach oben. Oh, 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 oh. Fuck. Was soll denn das? Einfach direkt den Gegner rein. Oh Mann. Ich bin so schlecht. Gott. So, das war's hier anscheinend. Jetzt sag mir, dass da was ist. Nö. So. Was hast du? So. Und weiter geht's. Ui, das macht ja richtig Spaß hier durch die Portale. Wow! Wow! Oh mein Gott, es passiert hier so viel. Ich bin so überfordert. Ich hoffe, ich falle hier nicht runter. Ich glaube, ich bin da mal runtergefallen. Das war nicht so. Oh, nicht so witzig. Wow! Fuck! Oh, hat er mich erschreckt. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Oh Mann. Ich will nur nachladen. Was macht der? Hat er gebetet? Er hat doch geschossen. Sollen wir jetzt jumpen oder was? Okay. Nein. Scheiß, wie diesmal habe ich mich nicht erschreckt. Boah, ist das hier riesig mit diesen. Oh, da sind diese komischen Teile. Was ist denn das? Alter, nervt mich. Das sieht ja mal richtig krass aus. Was ist das? Gibt's das auch im echten Atomkraftwerk? Also jetzt nicht mit diesen Blitzdingern, aber diese komischen. Dann müssen wir dort vielleicht hin? Oh, ich werde hier beschossen. Na, dann zeigen wir mal, wer gleich beschossen wird. Bleib stehen. Komm schon. Bleib stehen. Da hinten sind ja noch mehr. Fuck. Ach, das macht so Spaß mit dieser Waffe. Ist da noch mehr zum Abknallen? Da hinten kommen wir, glaube ich, auch noch hin.
Okay, dann jumpen wir da mal rein. Bitte nicht daneben springen, vorher abspeichern. Geronimo!